In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen im Detail den Prozess des Erwerbs von Ultima Tokens an der Kryptowährungsbörse Maxi, der für das Funktionieren Ihrer Wallets notwendig ist. Schritt 1: Die Registrierung an der Maxi-Börse. Gehen Sie zu maxi.com. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, Registrieren auf der rechten Seite des Bildschirms. Geben Sie im sich öffnenden Fenster wahlweise Ihre E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer ein. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Schließen Sie die Verifizierung ab, um zu bestätigen, dass Sie kein Roboter sind. Nach bestandener Verifizierung öffnet sich ein Fenster, in dem Sie ein Passwort erstellen müssen. Geben Sie es ein und stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie auf das Häkchen klicken. Klicken Sie auf die Schaltfläche Registrieren. Ein Verifizierungscode wird an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Geben Sie ihn im nächsten Fenster ein und klicken Sie auf Bestätigen. Fertig. Sie haben sich an der Börse registriert. Schritt 2. Einrichten von Google Authenticator. Vor dem Arbeitsbeginn müssen Sie Google Authenticator einrichten. Es wird Ihre Arbeit an der Börse sichern. Gehen Sie zum Abschnitt Profil. Wählen Sie Sicherheit und dann Zwei-Faktor-Authentifizierung, 2FA. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten. Es öffnet sich ein Fenster mit Anleitungen zur Verknüpfung mit Google Authenticator. Laden Sie Google Authenticator auf Ihr Smartphone herunter. Klicken Sie dann auf Weiter. Es öffnet sich ein QR-Code, den Sie mit der installierten mobilen Anwendung scannen müssen. Gehen Sie dazu zur Anwendung. Klicken Sie im ersten Bildschirm auf die Schaltfläche Get Started. Wählen Sie dann im sich öffnenden Fenster die Option Scan a QR-Code aus. Scannen Sie den QR-Code auf der Aktivierungsseite. Der Code für die Maxi-Börse wird in Ihrer Anwendung angezeigt. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Eine SMS-Nachricht mit einem Code wird an Ihr Handy oder an Ihre E-Mail-Adresse gesendet, je nachdem, was Sie bei der Registrierung angegeben haben. Um sie zu erhalten, klicken Sie auf Code erhalten. Geben Sie den erhaltenen Code in das erste Feld ein, geben Sie im zweiten Feld den aktuellen Code aus der Anwendung Google Authenticator ein und klicken Sie auf Weiter. Fertig. Google Authenticator wurde erfolgreich verbunden. Schritt 3. Auffüllen des Börsenguthabens. Um USDT auf das Börsenguthaben zu überweisen, gehen Sie zu Wallet, Einzahlung. Wählen Sie in der Liste der Kryptowährungen USDT aus und prüfen Sie, ob das richtige Netzwerk ausgewählt ist. Klicken Sie auf das Feld Einzahlungsadresse, damit die Börse eine Adresse zum Auffüllen für Sie generiert. Senden Sie USDT an die empfangene Adresse. Bitte beachten Sie, dass der Mindesteinzahlungsbetrag 0,01 USDT beträgt. Schritt 4. Erwerb von Ultima. Wählen Sie auf der Hauptseite Spot aus. Geben Sie im sich öffnenden Fenster im Suchbereich den Namen der Kryptowährung ein, die Sie kaufen möchten. Wir nehmen Ultima und sehen, dass das Paar Ultima USDT verfügbar ist. Sie können Ultima zum Marktpreis, das heißt zum aktuellen Preis, kaufen oder eine Limit Order zum gewünschten Preis festlegen. Um Ultima zum aktuellen Preis zu kaufen, wählen Sie Markt. Um Ultima zum Limitpreis zu kaufen, wählen Sie Limit aus. Sie können auch eine Stop-Limit-Order festlegen, die es Ihnen ermöglicht, gleichzeitig einen Stop-Preis und einen Limit-Preis festzulegen, um die Kosten für die Ausführung Ihrer Transaktion zu kontrollieren. Wählen Sie die gewünschte Orderart aus. Wählen Sie den Preis aus, zu dem Sie Ultima kaufen möchten, im Falle einer Limit-Order die Anzahl von Ultima, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Ultima kaufen. Fertig. Sie haben Ultima an der Maxi-Börse gekauft. Jetzt müssen Sie sie auf Ihre Smart Wallet übertragen. Schritt 5. Auszahlung von Ultima-Tokens in die Smart Wallet. Um die Tokens von der Börse zu senden, müssen Sie Ihre Wallet-Adresse kopieren. Öffnen Sie dazu die Anwendung Smart Wallet und tippen Sie auf die Ultima-Karte. Sie sehen Ihre Wallet-Adresse, die Sie kopieren können, indem Sie auf das Kopiersymbol klicken. Kehren Sie zu Maxi zurück. Gehen Sie zu Wallet und wählen Sie Auszahlen. Geben Sie den Namen Ultima in die Suchleiste ein. Geben Sie die kopierte Wallet-Adresse und die Anzahl der Ultima-Tokens ein, die Sie senden möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Senden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Code eingeben müssen, der an Ihre E-Mail-Adresse oder an Ihr Handy gesandt wurde, sowie den Code aus der Anwendung Google Authenticator. Geben Sie die Codes ein und klicken Sie auf Senden.
Sie erhalten nun eine E-Mail zur Bestätigung, dass Sie gerade den Vorgang durchführen. Überprüfen Sie Ihre E-Mails und bestätigen Sie Ihre Auszahlung. Dazu müssen Sie die letzten 4 Ziffern der Auszahlungsadresse eingeben und auf die Schaltfläche Senden klicken. Wenn Sie die Auszahlung nicht innerhalb von 15 Minuten bestätigen, wird die Transaktion automatisch abgebrochen. Sobald die Transaktion bearbeitet ist, erhalten Sie die Tokens auf Ihre Wallet. Wir sind also gemeinsam den kompletten Weg von der Registrierung an der Börse bis zum Kauf und der Auszahlung des Ultima-Tokens durchgegangen. Wir hoffen, dass Sie nach dem Lesen dieser Anleitung keine Fragen mehr zum Ablauf haben. Und wenn Sie dennoch Fragen haben, können Sie diese jederzeit an unseren Support-Service senden.